Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein 2. Ich habe mal nachgeschaut. Also wir müssen einmal mit Irina Jakova reden, die irgendwo im Süden sein soll, der Hammerfaust. Oder eben mit Habib Ismail im Südwesten. Keine Ahnung, wo Wyatt ist, aber sprechen Sie mit der Professorin. Normalerweise ist sie gut informiert. Kennen wir schon. Na, guck mal, da liegt auch noch was rum. Ein Tagebuch von der Rebellin Conny. Dienstag, irgendein Wochentag. Keine Ahnung, welcher Monat. Brauche was Starkes zu trinken. Die Leute reden auf mich ein. Ihre Stimmen machen mich müde. Die Stille ist so viel schöner. BJ ist zurück. Alle haben eine Weile den Teufel an die Wand gemalt. Aber seit er wieder da ist, denken sie, dass sich das Blatt zu unseren Gunsten gewendet hat. Ich sage dagegen, die Chancen stehen immer noch brutal schlecht. Das Leben besteht nun mal mehr aus mehr als nur Zahlen, Conny. Ich weiß noch, was du gesagt hast, Grace. Ich glaube noch immer, dass du da falsch liegst. Das Leben besteht nur aus Zahlen, Schwester. Überall, wo ich hinschaue, überall, wo ich hingehe, sehe ich Zahlen in Gottes Schöpfung. Darum kann ich die Barrieren der Sicherheitsschaltkreise dieser Regimeprogrammierer so leicht durchbrechen. Das Leben besteht nur aus Zahlen. Und wer mit Zahlen umgehen kann, der ist fein raus. Egal, ob man zum Regime gehört oder ein guter Mensch ist. Leider gibt es nur so wenige von der letzten Sorte. Am Rand zwischen den Textzeilen stehen unleserliche Berechnungen. Wie geht's Ihnen, Kollege Terrorbilly? Naja, geht so. VR. Na, ich glaube wirklich, VR ist das hier nicht. Da ist doch Irina. Guck mal. Mr. Blazkowicz, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe einen Freund, Mr. Stubbins. Er hat vergessen, seine Medikamente einzunehmen. Und jetzt ist er verrückt. Er hat sich in den alten Mannschaftsquartieren verschanzt. Er hat Seths Mikrowellenfallen genommen und hält sich damit die Leute vom Leib. Wir müssen ihn schnell da rausholen, damit ich ihm die Medikamente geben kann. Für seinen Verstand. Okay. Tun Sie ihm nicht mehr weh, als nötig ist. So, dann können wir nämlich hier wunderbar drüber. So, hier dann runter. Da kommen wir erstmal nicht rein. Allerdings hier hoch. Und ordentlich hier mit Fallen rumgebastelt, der Kollege. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier runter. Dann dort hoch. Okay. Ich glaube, hier komme ich aber auch nicht so wirklich dran vorbei. Ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Oder ne, kombinieren wahrscheinlich nicht. Ich denke, hier muss ich jetzt wirklich nur die Stelzen benutzen. Ich komme leider auch nicht mehr zurück. Oben bleiben müssen. Ach hier, okay. Ich bin blind, Verzeihung. Ja, ist ja in Ordnung. Kriegen wir hin. Okay, da hätte ich vielleicht nicht rübergehen sollen. Alles klar. Sollte ein bisschen mehr speichern hier. So, nee, da ging es rüber. Zack.
Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja schon gut. Okay, die habe ich nicht gesehen. Die Mikrowellenstrahlen hier, beziehungsweise die Dings. So, jetzt wäre ich hier drauf. Ach so, warte mal, ich könnte eventuell hier mal hoch. Jawohl. Ich brauche es, um Gedanken zu denken. Ja. Ist ja schon in Ordnung. Hier ist relativ hell. Muss ich mal sagen. Beruhigt. So. Schalten wir das Ding mal noch aus. Jetzt können wir auch wieder hier normal drum laufen. Sind denn hier noch irgendwelche Sachen versteckt? So Concept Arts oder so ein Schamas? Ich glaube aber nicht. Sonst habe ich hier nichts großartig blinken sehen. Danke. Ich danke Ihnen, Captain. Ich kümmere mich jetzt um Mr. Stubbins. Mhm. Alles klar. So, Ausdauerschub haben wir jetzt. Beladene Gesundheit klingt erst ab, wenn du so Schaden bist. Gut, okay, jetzt brauchen wir die eiserne Lunge. Und dafür müssten wir irgendwo in Südwesten. Wo ist denn hier Südwesten, sag mal? Da unten. Ah ne, das war hier der Dings, wo ich gerade war. Ja, Südwesten wäre dann wahrscheinlich hier irgendwo. Dann gehe ich vielleicht mal da hochgucken. Oder wahrscheinlich. Mhm. Wie ist es eigentlich mit dem Menü aus? Haben sie das mal geändert? Nö, ich glaube immer noch das gleiche wie vorher. Ist ja jede Woche das gleiche. Ein bisschen Abwechslung wäre ja schon schön, ne? Wyatt, mal nachdenken. Nein, ich kenne keinen Wyatt. Noch. Wiesenau, wer bist du? Spürst du, wie sich das Blatt wendet, Blaskovic? Mit dem Ausmerzer werden wir unschlagbar sein. Na, wenn wir den halt dann mal kriegen. Allen von Lyon, aha. Da könnten wir wieder Kartoffeln mitnehmen. Immerhin gibt es genug Kartoffeln hier. Südwesten. Ah, hier haben wir eine Starkarte. Wer ist das eigentlich? Der Arcade ist das. Ja. Ist da gerade jemand am Zocken? Nee. Paris. Wie ist der Typ nochmal? Habib Ismail. War der nicht im hier? Vielleicht ist Dwight ja bei der Schießanlage. Ja, da gehe ich ja mal gucken, wenn ich Dings gefunden habe. Den Ismael. Trottel. Hallöchen. Aschi.
Wyatt? Bonnie, Sigrun. Ich habe Herrn Wyatt nicht gesehen, Herr Blazkowicz. Ich habe die ganze Nacht die Odin-Codes entschlüsselt. So. Tut mir wirklich leid. Aber ich weiß nicht, wo Wyatt ist. Ich hätte besser aufpassen sollen. Hm? Hättest du, wo komme ich hier hin? Interessant. Hier geht's wieder raus. Wirklich südwestlich ist das aber auch nicht. Oder? Um, Tuma. Ich wollte lesen, aber die Worte sind alle verschwommen. Ich lese auch gern. Mutter hat mal gesagt, Tuma, leg das gottverdammte Buch weg. Mann, oh Mann. Mein lieber Mann Jacques hat immer gelesen, wenn er nicht gemalt hat. Ihr Mann war Maler? Was hat er denn gemalt? Meistens mich. Mehr oder weniger bekleidet. Hoppla! Ich glaube, wenn ich eine so hübsche Frau hätte, würde ich das wohl auch tun, wenn ich das mal so sagen darf. Für ihn war mein Körper ein Kunstwerk des allmächtigen Gottes. Und er war nur sein Bote, der die Perfektion auf die Leinwand bringen wollte. Für mich hat er Unsinn geredet. Was ist mit ihm geschehen? Jacques starb 51 beim New Orleans Aufstand. Er wurde nie gefunden. Oh, tut mir leid. Ich weiß, wie das ist, seine Liebsten durch das Regime zu verlieren. Das ist Geschichte. Die Tränen sind getrocknet. Das Leben geht weiter. Gott, was hätten wir tun sollen? Uns hinlegen und sterben? Nein, nicht diese Amerikaner. Ich habe mir gesagt, ich sterbe im Kampf um mein Land und meine Freiheit. Auch wenn meine Mitbürger auf ihren faulen Ärschen saßen, als das Regime einmarschiert ist. Sie sind ein guter Mann, Tuma. Danke für diese netten Worte, Ma'am. Ja, ein guter Mann für dich. Bist du das vielleicht? Ah ja, guck mal, super. Vielleicht hätten Sie ja Zeit, mir unter die Arme zu greifen, Captain. Sir, Sektion 66G wurde wegen eines Gaslecks versiegelt, als Sie das U-Boot gekapert haben. Jetzt verfault hier irgendwas und wir müssen es beseitigen. Hier wimmelt es nur so von Fliegen. Na toll. Sie haben doch diese komischen Python-Gurte und da dachte ich mir, dass Sie vielleicht durch das Belüftungssystem in Sektion 66G gelangen und das Gas abdrehen könnten, damit ich ein Reinigungsteam losschicken kann. Hier, ich öffne die Luke für Sie. Stinkt nach Tod. Nö. Denken Sie an das Gas. Ja. Igitepe. Was für ein Gestank. Aber da müssen wir jetzt wohl durch. Ach, ich kann auch tatsächlich meine anderen Sachen gar nicht benutzen hier. Mhm. Oh, lecker. Haben wir denn hier Schönes? Ihr tapst doch irgendwas rum. Guck mal, Hunde. Sagt, keine Waffen abfeuern, aber wir haben ja zum Glück nur unser treues Beil. Ist halt die Frage, wo wir die Hunde hier aufgesammelt haben. Vielleicht sind die auch irgendwie in New Orleans an Bord mitgekommen. Dankeschön. Ja, wahrscheinlich einfach nur rumrennen und Hunde umlegen, oder wie sieht das hier aus? Gibt es sonst noch irgendwas zu tun? Hab's doch noch irgendwas durch die Gegend? Ach, guck mal.
zerlegt. Dankt. Okay, ist relativ geradlinig hier, aber dann kommen wir hoffentlich auch bald bei der ganzen Sache hier auf den Grund, warum das hier alles so ikidebä ist. So, die Herren. Ja, das verlieren wir halt. Das ist halt echt gut mit dem, dass wir halt nur noch hier was verlieren, wenn wir Schaden nehmen. Dann können wir doch nochmal auf 200 Energie hoch. Cool. So, drehen wir das mal ab. Ich denke, hier kommen wir dann wieder raus, oder? Hüpf. Sie haben es geschafft, Captain. Fertig. Ich habe furchtbare Geräusche gehört und dachte, es gäbe Probleme. Ich sage dem Team, dass das Gas abgedreht ist. Okay. So, Körper aus Stahl. Alle Kampfmods, glaube ich, jetzt freigeschaltet. So, und jetzt können wir halt länger dadurch wuseln. Okay. Vorteile, wie gesagt, das müssen wir halt mal noch gucken. 3 Stück habe ich schon mal erledigt. Vielleicht mache ich das in Zukunft noch ein bisschen häufiger. Ja gut, dann haben wir die Nebenmission hier gemacht. Sind doch ein wenig besser vorbereitet. Das finde ich auch. Und dann gehen wir mal zur Schießanlage. Wyatt, war der überhaupt auf der Feier? Ich glaube, ich gehe lieber hier unten rum. Ja, hallo, Captain. Ich möchte nicht im Kreis laufen, ich möchte eigentlich wieder hier raus. So. Sie finden Wyatt schon, Schätzchen. Ja. Oh, wenn dieses grässliche Buch verschwende, wäre ich glücklich. Max Haas. Was mich immer auf die Palme bringt, Max, sind schlechte Metaphern. Hör dir das mal an. George arbeitete an ihrem Buschwerk wie ein Gärtner im Frühling. Also ehrlich, tut mir leid, Sie aufgeblasener Autor, aber Ihr erotischer Kriminalroman soll mich anmachen und nicht das Gegenteil bewirken. Max Haas. Ich bin nur etwas verärgert, Max. Max Haas. Darüber spricht eine Dame nicht, Schätzchen. Max Haas. Aber da ich noch nie eine feine Dame war, kann ich es dir ja sagen. Letzte Nacht lief es mit deinem Freund Bombate. Und es schien, als wäre da irgendwas zwischen uns. Aber bevor ich mich versehe, stecke ich in einer Dreiecksbeziehung mit diesem Regime-Mädel. Woher sollte ich denn wissen, dass er schon vergeben war? Max Hals? Du hast recht, Max. Er ist nichts als ein bloßer Frauenheld. Ich sollte ihn lieber schnell vergessen. Ja. Siehst du mal. Ihre Nippel waren wie zwei Rosenknospen, die darauf warteten, vom Gärtner gegossen zu werden. Hätte ich eine Gabel, würde ich mir die jetzt ins Auge rammen. Ich kann dir eine besorgen. Max Haas. Fertig. Oh. Wolltest du mir was zeigen, Schätzchen? Max. Okay. Ah.
Mein Gott. Ist das dein Werk? Maxas. Ich habe Kunstgeschichte studiert, da mein Vater Kunsthändler war und ich immer so gern durch die Galerie spaziert bin. Ich würde sagen, dein Werk könnte man für einen ganz schönen Batzen Geld verkaufen. Und das meine ich todernst. Maxas? Mann. Was dagegen, wenn ich mir das einfach noch ein bisschen anschaue? Maxas. Atemberaubend, Max. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schweinchen. Wyatt sah letzte Nacht unglücklich aus. Vielleicht wollte er sich ja aufmuntern. Billard funktioniert bei mir immer, aber... Bist du jetzt zufrieden, Schwein? Gut. Mhm. So, Schwein gefüttert. Ich sehe aber schon, es ist mal wieder an der Zeit, die Folge zu beenden. Dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, wie es Wyatt geht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.